Hallo. Herr Sommer, Ihr Putin, wie geht's dem? Weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Einen Moment bitte. Rakesh, wo ist Putin? Der schläft, wieso? Hat er was gemacht? Nein, es geht ja um Ihren Hund Putin, oder nicht? Da, richtig, Putin. Sehen Sie, Präsident Putin, bitte. ja, das ist ein bisschen makaber. Warum? Meine letzte, soll ich Ihnen sagen, wie meine letzte Hund hieß? Wie hieß er denn? Den letzten Hund hieß Hitler. Echt jetzt? Da. Gab manchmal ein bisschen Probleme, aber war cooler Name. Ja, das stimmt wohl. Da. So wie Putin auch ein cooler Name ist. Mögen Sie Putin? jein, 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 sag ich jetzt mal. Ah, was fällt zu ja? Was fällt zu ja? Keine Ahnung, ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Oh, das müssen Sie doch wissen, warum Sie Menschen mögen oder nicht mögen. Ja, das ist aber manchmal auch ein bisschen verhaltensmäßig abhängig. Wollen Sie meinen Präsident als verhaltensgestört bezeichnen? Nein, nicht in dieser Form. Das Gut. ist, wie man sich benimmt oder wie das Verhalten ist, meine ich. Also, wenn er Sie zu Essen einladen würde, wäre besser. So ungefähr. Ich kann ja mal fragen, aber ich glaube nicht, dass das klappen wird. Nee, das glaube ich auch Es sei nicht. denn, Sie möchten Dinner mit meinem Hund machen. Nein, das glaube ich nicht. Da, ich kann doch den armen Putin nicht schon wieder enttäuschen. Erst kastrieren, dann will die Frau nicht mit ihm essen gehen. Na, Was sowas, ist das für nein. ein böse Welt geworden? Wie schwer ist denn Ihr Putin? Da, also Erziehung war sehr schwer, da muss ich zugeben, aber ich habe hingekriegt. Das ist gut. Da. Wie schwer ist er denn jetzt momentan, Ihr Putin? Also momentan geht, das ist ein Jahr her, das hat er letzte Mal gebissen. Okay. Da. Was haben wir denn da für einen Mix? Bitte? Was für eine Hunderasse ist das denn? Das ist alles und nichts. Alles und nix. Da. Okay. Und was wiegt er? Oh, 20 Kilo ist großer Hund, ist ein Riesenviech. 20 Kilo. Da. Okay, super. Sie wissen, Dinner for Dog, wir haben Sie schon mal versucht zu erreichen, Herr Sommer. Warte mal, da habe ich vor 2 Tagen mit einer Frau gesprochen. Wo ist die? Mit welcher Frau? Weiß ich nicht, die hat hier auch angerufen und mit mir gesprochen. Und dann musste ich dringend weg und ich hat gesagt, ich rufe Freitag nochmal an. Ich erinnere Ja, und mich gerade, weil. das bin ich jetzt. Na, wir haben nicht gesprochen, das war eine andere Nein, ich Frau. weiß, aber war eine andere Kollegin, wie schon gesagt, und jetzt bin ich halt dran. Wo ist die junge Frau von letztem Mal? Die wollte mir Telefonnummer geben. Ah, da, Herr Wederwind. Da. Wahrscheinlich hat sie deswegen das weitergeleitet, so. Ja, und können Sie mir jetzt die Nummer geben? Nein, kann ich nicht. Ah, oh, wo ist die Kollegin? Können Sie mir die geben? das geht nicht so. Das Warum? funktioniert nicht so. Wo ist die Dame? Wo ist die junge Frau? Die junge Frau, die hat schon Feierabend. Was? Da hat die mich angelogen. Die sagt, ich rufe Freitag bei 14 Uhr an, Dimitri. Musst du nur warten. Ja, sehen Sie mal. Bleh. Bleh. Oh, das ist. Jetzt bin ich wirklich schwer enttäuscht. Herr Sommer, hat sie Da. Ihnen denn gesagt, dass wir eben gesunde Tiernahrung haben? Oder haben Sie sie gar nicht erst ausreden lassen? Wir sind irgendwie von irgendwas hat sie angefangen mit Putin und dann hat sie gesagt, sie mag lieber Putinov und dann sind wir bei Cocktailvarianten mit Wodka gewesen Aha, und dann musste ich zur so, Nachtschicht. aber zu der Hundenahrung sind wir nicht gekommen. Ne, es ging um Wodka und sie hat gesagt, die ist bei Nürnberg und ich hab da, mein Bruder hat da Waffenladen, da will ich bald mal, muss ich Lieferung machen und dann hab ich gesagt, können wir Party machen und die kann sogar Russisch sprechen. Bisla. Na, Kleine sehen Sie Bisla. mal. Und dann ist die einfach nicht da! Ja, sehen Sie mal. Wann kann die mich Na? anrufen? Wann kann die mich anrufen? Das ist jetzt eine Ich, diplomatische Krise. das wird keine Krise. Es ist nämlich so, wir verkaufen hier ja hier Kundefutter, ne? Für Ihren Kundenfutter? Putin, ne? Damit er gesund und kräftig bleibt. Putin ist gesund und kräftig. Der hält die Ja, ganze Welt, der bleibt. hält die ganze Welt in Ich sag Atem. ja gerade bleibt, ne? Und Bah. wenn die Kollegin jetzt sie da weitergereicht hat, das liegt wahrscheinlich daran, weil sie nicht auf sie hören wollten.
Na? Ich höre nur auf meinen Präsident Putin. Das ist gut. Wie schon gesagt, wir haben eben gesunde Hundenahrung und Ihr Hund frisst ja nur Trockenfutter, ne? Mit seinen 20 Kilo. Da, das ist manchmal so ein bisschen was Frisches, wenn ich was habe und dann kann er das haben. Wenn was von Grid ist runtergefallen. Ne? Oder wenn bei Party, wenn wir vergessen, Tisch wegzuräumen, dann wird er Räumt da den Tisch ab, ne? Der macht das. Wir haben einmal. Und dann haben wir bei einem Clubhaus gefeiert, hier von Motorradclubens, ne? Und ich gefragt, kann ich Putin mitbringen? Die fanden den Namen so geil und ich hatte einen Spanferkel. Und dann haben wir gesoffen wie die Kamelen und am nächsten Morgen ist dabei bei Raum von Präsidenten der Hund, der hat ganze Spanferkel, was übrig war, hat er alles gefressen. Fressen, und was super. Konnte der nicht fressen, hat er versucht zu verstecken, damit er kann später nehmen. Der hatte das gelegt in Karton bei Computer, der ist auf Billardtisch gesprungen und hat es bei die Löcher reingetan, blöd. Mama Dele, das sehen Sie mal. Das Viech ist so krank, blöd. Nein, das ist nicht krank, das ist normalerweise ein Instinkt. Da, ich finde das, ne? Ja, positiv. Weil theoretisch krank. Theoretisch sind ja Hunde von den, stammen Hunde von den Wölfen ab und in der Natur verstecken auch die Wölfe ihre Nahrung, wenn sie nicht mehr fressen können. Das ist ja auch, ne? Wie Eichhörnchen. Und so, ne? So ist es bei Hunden auch. Ne? Das ist gut. Und, und wenn er zu wenig Fleisch bekommt, dann reagiert er dann auch so. Ne? Und in unserer Nahrung ist sehr viel Fleisch drinnen. Dann nicht. Sie wollen mir jetzt aber nicht sagen, dass der dann mein ganzes Haus als Versteck benutzen. Wenn sie da nicht aufpassen, kann das schon passieren. Meine Hundin hat auch schon das eine oder andere versteckt. Sogar im Bett. Oh, das ist ja wie bei der Pate. Warst du auf, ist der Pferdekopf im Bett, blöd. Zum Beispiel. Man sollte keine Pferde futtern. Oh, dann nee, sollte man nicht. Da bin ich bei Zolladen gewesen, blöd. Und da war so eine Frau, ne, die sah aus wie so, als käme die gerade von Straßenstrich und die Tochter, die sah genauso aus. Und dann gehen die hin zu den Verkäufer und sagen, hallo, junger Mann, wir brauchen Pferdeleckerli. Da guckt er die an und sagt, ja, möchten Sie Leckerli für Pferd oder Leckerli aus Pferd? Dann nimmt, ich kann das gar nicht erzählen, ohne zu lachen. Dann nimmt die Alte ihre Sonnenbrille runter, guckt den an, als gäbe kein Morgen und sagt, Leckerli aus Pferden, sowas gibt das? Und dann fängt er an zu erzählen, ja, wenn Hund hat eine Allergie und die Alte hat, die war fast am Abdrehen. Die konnte das nicht glauben. Sauber. Echter Hammer. Ist bei Ihnen auch Pferden drinnen? Wie bei Lasagne? Nein, ist nicht drinnen. Da haben sie aber Glück. Das heißt, wenn ich Pferdefleisch will, muss ich meinen Hund weiter Lidl Lasagne kaufen. Nein. Nicht. Nein, sowas kann nicht drin sein. Das haben Sie, wo waren Sie die ganzen Jahre? Das war ein großer Skandal. Echt? Da müssen Sie mal Dr. Google Pferdefleisch Lasagne fragen. Also, aber Pferdefleisch wurde früher eigentlich von den Menschen auch gegessen. So ist das nicht, ne? Da, wenn Pferd draufsteht, ist ja gut. Aber du kaufst nur Rindfleisch und ja, da ist kannst da du nicht so machen, drinnen. Genau. Und dann ist da Meerschweinchen drinnen oder Ziegebock. Herr Sommer, wir wollen ja eigentlich jetzt für Ihren Hund was Gutes tun. Weihnachten steht vor der Tür. Ne? Mal ganz ehrlich, zieht dieses billige Verkaufsargument. Das ist für Weihnachten. Das zieht ist mir das, jetzt erst eingefallen. Zieht das, glaub, nehmen die Leute das ab oder? Ja, doch schon einige. Oh, manche wollen für ihren Hund was Gutes tun, gerade zur Weihnachtszeit. Ne? Haben Sie auch so Weihnachtskalender für Kunden? Nee, noch nicht, aber das wäre eine Möglichkeit. Sie haben mir eine gute Idee geliefert. Das werden wir, sollten wir vielleicht einführen. Demnächst steht dann wieder bei Internet, Dinner for Dogs bekommt Abmahnung wegen unerlaubter Telefonwerbung für Weihnachtskalender für Hunde. Und dann nicht zu mir kommen, ich habe nur die Idee Nein, gegeben. Nein, machen wir nicht. Ich habe nur Herr die Sommer, Idee gegeben. Ich schicke Ihnen jetzt mal was raus, ne? Was für Ihren Hund. Was wollen Sie mir schicken? Eine Trockennahrung schicken wir Ihnen. Und was soll der damit? Na, damit sie ihn füttern können. Ja, was ist da denn drinnen? Kann der nicht einfach. Das ist 12 Kilo frisches Muskelfleisch verarbeitet. Auf 12 Kilo. Ja? Da. Und da haben wir einen tierischen Eiweißgehalt bis zu 80%. Das ist ja tierisch, blöd. Ja, das ist wichtig für die Tiere. Für einen Hund und hohen Fleischanteil. Da. Ne? Wird er schneller satt? Ja? Da. Und lässt weniger Stuhl. Was ist mit dem Stuhl? Der wird weniger.
Bei meiner Hündin ist das auch so. Was hat Stuhl mit Hundefutter zu tun? Ja, je höher, schauen Sie, wenn Sie Konservierungsstoffe und Farbstoffe drin haben, dann hat er einen großen Stuhl. Muss. Das ist groß. Mein Hund frisst keine Möbel. Was frisst er? Keine Möbel. Was haben Sie jetzt mit Stuhl? Ich dachte, wir reden über Hundefutter. Ja, wir reden über Hundefutter, wie positiv sich das auswirkt auf den Putin. Was hat der Stuhl damit zu tun? Dass er weniger wird. Wie, dass der weniger wird? Dass er weniger wird. Verstehe ich nicht. Kennen Sie das nicht? Ich habe jede Menge, aber warum wird es weniger? Das wird weniger aus dem Grund, weil ein hoher Fleischanteil drin ist. Also ich muss dir zugeben, ich habe kein Abitur, aber ich verstehe nicht, was haben meine... Je höher der Fleischanteil in der Nahrung drin ist, ne, desto besser kann er das verwerten. Er kann alles verwerten dann dadurch. Und dadurch wird's weniger. Ja, aber was... Weniger Stuhl in dem Fall, weil er alles verwerten kann von der Nahrung. Ja, aber was... Nehmen wir das einfache Rechnung. Hund plus Hundefutter gleich sehr gut. Aber was hat der Stuhl damit zu tun? Der hat so ein Kissen, wo der drauf liegt. Ich rede doch nicht vom normalen Stuhl. Ich rede von dem, was er hinten rauslässt. Ich verstehe Sie nicht. Das, was hinten rauskommt beim Hund? Die Hundehaufen? Blöd. Sagen Sie das doch gleich. Die werden weniger. Wir sind hier doch nicht in der indischen Botschaft, wo man hier... wo man sich mit Sir und Madam anspricht, da kannst du sagen, der kackt weniger, da kann der Russe das auch verstehen. Das darf ich doch nicht sagen. Warum nicht? Haben Sie so Skript, dass Sie vorlesen müssen? Nein, aber es ist... Ich komme hier ja, vor wie der letzte Tote. Halt so. Ich sitze hier bei Wohnzimmer, ne? Ein schönes Glas Wodka und denke, blöd, was hat der Stuhl jetzt mit dem Hund zu tun? Gibt es irgendwas, du hast jetzt seit 16 Jahren Nein, Hunde, es kommt dass hinten du nicht weniger bemerkt raus. Hast? Das kommt halt hinten weniger raus, wenn okay? Ich das meinen Freunden dadurch... erzähle, sag, wenn du deinen Hund gutes Futter gibst, dann werden deine Stühle kleiner. Schau mal an, die Freundin... Da. Ja, und von der Kollegin die Rufnummer haben wollen, ha? Da. Was sind wir denn da für einer? Ich bin Gigolo. Dimitri. Aha. Big Dick Dimitri ist mein Künstlername. Okay. Kennen Sie zufällig Big Dick Dimitri? Nein, kenne ich nicht. Schade. Können Sie mal bei YouTube gucken? Okay, werde ich machen. Okay, sehr gut. Können Sie aufschreiben, bitte? Ich schreibe es auf. Wie heißt das nochmal? Big Dick Dimitri. Big? Können Sie buchstabieren, dass das richtig ist? Big. Wie von den Amis geschrieben, ja? Da, richtig. Was? Big weiter war das? Dick, D-I-C-K. Dick. Und dann Dimitri. Da. Und das können Sie dann gucken. Sie dürfen wahrscheinlich nicht jetzt gucken, wegen... Wenn Nein, Sie nicht darf mal, ich jetzt nicht. Wenn Sie nicht mal Aber Hundekacke sagen dürfen. Sollen wir mal zusammen Hundekacke sagen? Nein, sagen wir nicht. Ich schicke Ihnen jetzt mal ein Trockenfutter zu Ihnen, gell? Ist das Weihnachtsgeschenken für Putin? Dass Sie für ihn kaufen. Kaufen, ja, jetzt kommen wir ja zum Punkt. Das haben Sie bisher ja noch gar nicht gesagt. Genau. Wie schon gesagt, wir haben wirklich, es ist sehr viel Fleisch in unserer Trockennahrung drinnen. Da. Das ist wichtig für einen Hund, das wissen Sie, ne? Ja. Denn der Hund stammt ja vom Wolf ab. Und dadurch, dass sie Russe sind, haben sie auch, kennen sie die Wölfe in Russland? Ne, ich kenne die Wölfe in Russland und wir haben auch fette Bären. Sehen Sie? Ja, die fetten Bären, die haben da noch ein anderes Level, ne? Da, die sind richtig brutal. Genau, drum sage ich ja. Da sind und sie da schicke ich Ihnen das, jetzt 12 Kilo. Sind Sie schon mal in den russischen Wolfreservat bei Krasnabjot gewesen? Nein, noch nicht. Ich bin mit Evgenia noch nicht dazu gekommen. Evgenia? Ist Ihr Hund Russe? Nein, meine Freundin heißt Evgenia. Die ist Russin. Und was hat der Hund damit zu tun? Na, sie wollte mich doch nach Russland mitnehmen. Ah. Aber wir haben es noch nicht geschafft. Ist ein Russin. Kann ich dann vielleicht, wenn die Kollegin nicht mehr da ist, die Telefonnummer von Evgenia haben? Nein, können Sie nicht. Es ist bald Weihnachten. Ich muss Telefonnummer haben. Sie haben jetzt eine Freundin, oder nicht? Nein. Und jetzt machen wir erst einmal den Sack zu hier. Den Sack zu? Oh nein, das tut Putin weh, der ist gerade erst kastriert worden. Sehen Sie? Jetzt machen wir beide den Sack zu.
Ich schicke Ihnen Na, jetzt so gut 12 Kilo so gut kennen wir uns jetzt auch noch nicht, gute Frau. Ich schicke jetzt 12 Kilo für den Putin. Was soll der Kram überhaupt kosten? 43,90. Für ein Sack Futter? Ja, aber es ist hochwertiges Futter. Blöd, das darf man nicht vergessen. Ich bin doch nicht Und der es russische ist eine einmalige Es ist eine einmalige Sache. Natürlich sind sie der russische Pate. Nicht Wenn sie Pate. So viele Frauen schon Rufnummern haben wollen. Ich bin nicht der Pate, wenn, dann bin ich der Zar, blöd. Dann eben der Zar. Aber den Paten habe ich hier auch. Der ist hier auch. War, komm mal her, Rakesh. Gib mal die junge Frau, möchte den Paten sprechen. Ja, hier ist Hallo. Hallo. Ja, hier ist Don Rakesh von Indische Mavia. Wie kann ich Sie weiterhelfen? Ja, ich schicke jetzt Ihrem Zahn... Dem Zahn? Drogen, der, ja. Was mit dem Zahn? 12 Kilo sagt zu, ne? Mit, sagen Sie ihm das mal Bescheid. 12 Kilogramm? Nein, 12 Kilo. Nicht 12 Kilo. Gramm. Ja, 12 und, Kilo. Und ist das guter Haschisch, 12 Kilogramm? Das ist super Stoff für den Hund. Super Stoff, warte, ne? Ich gebe dir nochmal den Russen. Wer ist das? Gib mir das wieder. Und wie ist gute Kokain für den Hund? Also gut, für den Hund, ne? Machen wir fertig. Das ist mir viel zu teuer, Blöd. Was soll das? Ist das Gold drinnen? Aus Russland geklaute Gold? Für den Hund ist das das Beste, was man machen kann. Das Beste, Gerade was zur man... Weihnachtszeit. Ja, das kommt schon wieder. Ne, ganz ehrlich, alleine wegen jetzt, ich hasse Weihnachten. Alleine wenn jetzt schon zweimal dieses Argument kommt, es ist doch bald Weihnachten, Blöd. Das kann doch nicht Dann wahr sein. Dann ist das das Beste für den Putin. Habt ihr keine gute Verkaufsschulung? Weil das Argument, Blöd, ehrlich... Nein! Sollen wir Termin machen? Weißt du, ich habe Inkassobüro, ich habe gute Schulung für Kundenumgang. Ah, Sie haben ein Kassobüro? Da. Okay. Da. Das ist ja schön. Ja, da haben Sie Leute, die nicht bezahlt haben. Ja, so einige. Ja? Ich mache Aber Ihnen, das gehört jetzt nicht hierher. Ich mache Ihnen also, ein Angebot, das Sie nicht schauen ablehnen Schauen Sie, ich können. Mache Ihnen jetzt mal ein tolles Angebot. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren 12-Kilo-Sack für Ihren Hund und gebe Ihnen eine Feuchtprobe gratis noch mit rein. Ein was okay? bitte? Machen wir das ein so. Ein was dazu? Eine Feucht-Gratis-Probe. Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können, wenn wir jetzt schon bei der Party sind. Ich kaufe Ihre Hundefutter, wenn mich die Kollegin nochmal anruft und das mit mir macht. Ja, die fragt dann spätestens dann nach, wenn sie den Sack zu Hause haben. Nein, ich möchte, dass die Kollegin bei mir anruft und dass die sich entschuldigt, dass die mich versetzt hat und dann werde ich mit ihr den Sack kaufen. Ist das eine Deal für Präsident Putin? Für den Präsident Putin wäre es jetzt besser. Nein, Putin Damit kann Damit die Kollegin warten. Noch mal nachfragen kann, wie es dem Putin geht. Mein Schwager hat gestern erst Wildschwein gefahren. Putin geht gut nächste Woche. Wollen wir Deal machen? Die Kollegin ruft mich an und ich mache den Abschluss. Und dann ist auch für Sie gute Weihnachten wegen Provisionen. Wie schon gesagt, die Kollegin ruft Sie dann an, wenn Sie den Sack haben. Na, Der geht Sie nämlich am 27. raus. Und würde sie dann am nächsten Tag anrufen? Na, das glaube ich nicht. Eure Leute haben mich doch schon mal angelogen. Ich möchte, dass die Kollegin mich anruft und bei der werde ich die Bestellung machen. Das sind meine Bedingungen. Ansonsten müssen sie leider bedingungslos kapitulieren. Vor Putin. Vor Putin? Der arme Putin, echt. Natürlich. Sie müssen dem Hund doch etwas Gutes tun. Dann sagen sie, die Kollegin, die soll hier anrufen. Sich kurze Frage nochmal zu Ihnen, ne? Sie sind am 1.4.87 geboren? Ich verweigere jede Antwort, bis ich mit der Kollegin sprechen kann. Sie sind schon ein bisschen aprilmäßig unterwegs, ne? Aprilkeks-mäßig. Aprilkeksen sind die besten. Also, haben wir eine Deal oder? Also gut. Gut, wann ruft die mich an? Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Am besten jetzt, weil wenn die für heute Termine macht, die sieht doch bestimmt im Haus. Die hat bestimmt nur gesagt, ich will nicht mit den verrückten Russen reden. Nee, die hat schon Feierabend. Ah, oh, blöd. Wann ist da die hätten sie da? Gleich von vornherein machen müssen, wie schon gesagt. Wenn sie dann höchstens anruft, dann höchstens nur noch nachzufragen, ob der Sack bei Ihnen angekommen ist. Nein, wir wollten ja Sonst, dann heute eigentlich wird Verkaufsgespräch da heute machen. Nicht mehr anrufen.
Und ich bin so enttäuscht. Herr Sommer. Ich bin so enttäuscht von euch. Das ist nicht gut. Kann die junge Frau, ist die neu bei Ihnen? Die, nein, die ist schon länger da. Ist schon länger da, na? Okay. Also wie schon gesagt. Und wenn sie so anruft, dann eben nur noch, um nachzufragen, ob der Sack bei Ihnen angekommen ist. Ja, ansonsten, so ist das ja im Normalfall. Aber Präsident Putin möchte bitte, dass die junge Frau nochmal anruft und dann werde ich das bei ihr bestellen. Wenn sie hat gute Argumente. Da können Sie jetzt aber viel sagen, ne? Ja, Sie können mir auch viel sagen. Und sagen, ja, das ist für Weihnachten. Also wissen Sie was, ich schicke Ihnen jetzt mal eine Gratisprobe raus. Sie können mir nicht einfach irgendwelche Sachen schicken. Eine Gratisprobe kann ich Ihnen doch schicken. Ich werde Annahme verweigern und werde Smiley draufmalen. Ist es so schwer, dass die Kollegin mich anruft? Haben Sie nicht tolle Telefone, die kann man benutzen? Nein, sie kann sie eben nicht anrufen. Aber Sie können mich doch jetzt auch anrufen. Und vorgestern ja, den Kollegen. Wenn sie aber nicht zu Hause, wenn sie nicht da ist, kann sie nicht anrufen. Ja, das muss ja nicht heute sein. Das ist ja nicht jeden Tag russischer Winter. Wollen wir Montagabend machen? Hallo, Devoschka. Ja? Montagabend? Oder wie lange arbeiten Sie? Das weiß ich nicht, wie lange Sie arbeiten. Das ist ja wie bei Lotto bei euch. Ja, ist so. Ist die ganze Tag, da arbeitet ihr morgen? Morgen arbeiten wir, aber nicht den ganzen Tag. Und ich weiß nicht, ob sie morgen da ist. Ja, können Sie Ihr Brief schreiben? Sagt Big Dick Dimitri, möchte Anruf haben. Ich bin Dickkopf, ich gebe nicht auf. Und ich habe schon eine halbe Flasche Wodka getrunken. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Sie schauen jetzt mal auf unsere Seite. Da finden Sie dann die Rufnummer, ja? Und dann versuchen Sie hier halt zu erreichen. Oh, das ist, okay? Das ist aber kein guter Kundenservice. Kein guter Hundeservice. Ja, das ist halt ein wenig schwierig, ne? Habt ihr keinen guten Dialer? Wir haben ja noch nicht mal den Namen von ihr, oder? Na, das steht doch bei Ihnen bestimmt drin. Letzter Anruf von. Ich weiß doch, wie so Callcenter-System... Wie sowas funktioniert, das mag schon sein, aber... Das sind nur die Kürzel drinnen, also von daher ja, dann, ganz dann, schlechte Karten. Das muss ja, aber Teamleiter muss das ja wissen. Das ist ja, wir sind hier ja nicht in Nordkorea, blöd. Also Herr Sommer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Das wünsche ich Ihnen auch und bitte Kollegin anrufen, ja? Tschüss. Wiederhören.